Ich stehe hier auf der Lettenbrücke in Zürich. Das war einmal eine Eisenbahnlinie. Und die wurde konvertiert in einen wunderschönen Spazierweg. Ich kann mich aber noch gut erinnern, als sie eine Eisenbahnbrücke war, denn wir sind jeweils von unten raufgeklettert und runtergesprungen in die Limmat. Das war immer sehr aufregend. Heute stehe ich aber auf der Brücke und ich stehe ziemlich solide. Was macht Brücken solide? Es ist Stahl. Stahl hatte leider eine sehr, sehr schlechte Dekade hinter sich. Zuerst sind die Preise gefallen und dann ist das größte europäische Stahlunternehmen fast in Konkurs gegangen. Schließlich haben die Amerikaner entschieden, dass sie Stahlerzeugnisse unter Importzölle stellen. Aus diesem Grund ist heute Stahl eine schlechte Geschichte. Das ist aber falsch, denn wenn man immer etwas sehr lange halten soll, verwendet man Stahl. Man verwendet Stahl für Brücken, man verwendet Stahl für Hochhäuser, denn Stahl hält. Und weil es so gut hält, vergisst man es oft. Und das ist auch falsch. Wie wir beim tragischen Unglück in Genua gesehen haben. Mit diesem Unglück haben sich die Regierungen plötzlich gefragt, ja, wie sicher sind denn unsere Brücken, auf denen die Leute stehen und fahren? Und sie haben herausgefunden, viele von diesen Brücken müssen renoviert werden. In Frankreich müssen 12.000 Brücken renoviert werden und in den USA sind es sogar 55.000 Brücken. Das ist eine Menge Stahl, die da gebraucht wird. Aus diesem Grund war ich sehr glücklich, als ich auf der Obermatt Top 10 Liste Salzgitter entdeckte, ein Stahlunternehmen. Das Unternehmen hat nicht nur sehr gute Value-Ränge von 78, sondern auch überdurchschnittliches Wachstum mit 54 und ausgezeichnete Sicherheit mit 89. Das war für mich Grund genug, Salzgitter zu kaufen. Ich kaufe es aber nicht mit dem heutigen Portfolio, sondern ich kaufe das Salzgitter-Unternehmen mit meinem ersten Portfolio, das ich 2015 begonnen hatte. Sie erinnern sich, wir kaufen immer für 100.000 Franken pro Saison Aktien, und zwar 20. Und das haben wir das erste Mal 2015 getan. Diese Aktien lagen nun in diesem Portfolio und haben Dividenden eingebracht. Und heute, 3 Jahre später, sind das 7.000 Franken. Genug, um wieder an einen Aktieneinkauf zu denken. Ich kaufe also Salzgitter mit meinem ersten Portfolio, mit meinem ersten Saisonportfolio. Das ist meine Entscheidung und ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrer Entscheidung.